Ja, wir leben in spannenden Zeiten, die Energien sind höher als je zuvor und ja, es macht natürlich einiges an Symptomen, die nicht immer einfach sind und es ist natürlich auch noch ganz unterschiedlich. Ja? Es kommt ja auch immer darauf an, wie die Eigenschwingung ist, wie weit man ist, auch im Erwachungsprozess. Ja? Der eine ist noch ganz am Anfang, der nächste ist schon sehr weit und so entsprechend sind natürlich auch die Symptome. Und oft werde ich halt gefragt, was kann ich denn tun, dass das erträglicher wird, dass ich damit besser umgehen kann. Ja, manche sind richtig verzweifelt, was ich auch verstehen kann. Ich hatte auch Zeiten, wo ich dachte, oh Mann, wohin soll das noch führen? Ja. Ja, also ich habe ja ein Buch geschrieben. Ich habe das auch, verlinkt das unten. Ja, bei Lichtkörpersymptome erkennen und heilen. Da habe ich im zweiten Teil des Buches sehr viel Ratschläge, wie man anhand der natürlichen Ressourcen ja, diese Symptome minimieren kann. Im Moment, was jetzt so an Energien da ist, ja, da ist auf jeden Fall, gibt es da ein paar Punkte, die jeder beachten sollte, die einem dann auch wirklich helfen, das Ganze besser zu verarbeiten. Und die möchte ich jetzt gerne benennen. Ja. Die meisten werden es schon wissen, dass natürlich das Erden Punkt Nummer eins sein muss, weil alles ist einfacher, wenn wir mit der Erde direkt verbunden sind, wenn wir stark geerdet sind. Ja? Und wie man Erdung bekommt, da gibt es ja viele Möglichkeiten, da müsst ihr euch ein bisschen erkundigen, das würde jetzt auch zu weit führen. Einerseits per Bewusstsein. Andererseits natürlich, gerade jetzt im Sommer, viel barfuß. Ja, die Erde spüren, sich auf die Erde legen. Ne? Also, wenn wir zum See gehen, zum Schwimmen gehen, ideale Zeit dafür. Natur erdet. Also, dieser Punkt, der ist wirklich wichtig. Der zweite Punkt ist das Wasser: Trinken, trinken, trinken. Umso mehr wir Wasser trinken, umso leichter lassen sich die Dinge verarbeiten. Das ist ja, wie die Energie ist, wie Strom zu sehen. Und wenn wir viel trinken, kann das Ganze besser fließen, sich besser verteilen. Ja, also versucht wirklich 2 bis 3 Liter Wasser am Tag zu trinken. Das hilft. Und das Ideale wäre, wenn ihr wirklich energetisiertes Wasser trinkt. Das könnt ihr machen mit Codes, mit Worten, Gesundheit, Heilung, Liebe, ja? Indem ihr das Wasser oder die Wasserkanne auf diese Worte auf den Zettel geschrieben draufstellt, halbe Stunde einwirken lassen. Solche Dinge helfen, ja? Okay, natürlich normales Wasser, nicht energetisiert, ist natürlich auch super, ganz klar. Aber das könnte noch ein kleines, das i-Tüpfelchen sein. Ja? Okay. So, das sind so die 2 grundlegenden Dinge, die wirklich wichtig sind und die schon einen großen Einfluss haben, wie wir mit den ganzen Schwingungen umgehen können. Ja? Was übrigens wirklich jetzt gerade nochmal Sommer erwähnend, Natur ist super wichtig, uns damit zu verbinden. Schwimmen gehen ist ja auch Wasser, ja, ist auch sehr gut. Okay, dann, wenn ich auch nichts vergesse. Ja, Ruhen, ja klar. Wir brauchen mehr Ruhe als sonst. Wir müssen öfters Pausen einlegen. Wenn unser Körper müde ist, ist er müde. Und dann sollten wir ihm diese Pause dann noch gönnen. Sich hin und wieder mal hinlegen, entspannen. Wenn es nur 5 Minuten sind, ja, das kann sehr hilfreich sein. Also sich nicht überfordern, weil das verstärkt natürlich auch die Symptome. Im Grunde, wenn wir darauf hören, was unser Körper sagt, dann ist es richtig, darauf zu antworten und zu reagieren. Ja? Hast du Elan? Es kann auch durch die Energien passieren, dass du enormen Energieschub erfährst. Dann nutze ihn natürlich. Ist natürlich wunderbar. Ja? Aber wenn du müde wirst, abgeschlagen bist, dich erschöpft fühlst, reagiere drauf. Dann braucht dein Körper einfach mal eine Pause und muss sich regenerieren.
Ja? Im Grunde ist es wirklich ganz wichtig in diesen Zeiten darauf zu hören, was der Körper will und auch darauf zu hören, was sagen denn unsere Gefühle, was sagen unsere Gedanken. Auch da mal hinhören. Ja? Ist auch ganz wichtig, weil da ist ja auch viel zu verarbeiten. Nichts verdrängen, es an die Oberfläche lassen. Sich auch nicht wundern über manche Dinge, über manche Gedanken. Es kommt aus sehr viel, viel Hochfühl. Es kommt sehr viel hoch aus, ja, aus der Kindheit, aus früheren Zeiten. Schaut es euch an, wenn es da ist und fragt euch, wie kommt es? Was soll ich da nochmal sehen? Was soll ich da vielleicht nochmal fühlen? Ja? Also es ist enorm wichtig, sich, ja, sich wahrzunehmen. Ja? Okay, dann, damit ich nicht vergesse, ach ja, Essen ist klar, logisch, ne? Also unser Körper sagt auch, wann er etwas verträgt und wann nicht. Und es ist ganz normal, dass wir jetzt Dinge zu uns nehmen, die wir immer zu uns genommen haben und plötzlich geht es nicht mehr. Plötzlich reagiert der Körper darauf und sagt, nein, mag ich nicht mehr. Und hat vielleicht Verlangen nach anderen Dingen. Das Übliche, was ich schon öfters erwähnt habe. Ja. Essen ist natürlich auch eine wichtige Sache. Ja. Unser Stoffwechsel, dass der wirklich auch schwer arbeitet an Dingen, die er nicht mehr verträgt. Ja. Wenn der Körper da was nicht mehr mag, sollte man darauf hören. Ich bin ganz froh, dass ich noch mal Schokolade essen kann. Das klappt irgendwie noch, aber es gibt auch Tage, wo ich merke, geht gar nicht. Dann verzichte ich halt. Ja? Das schwankt auch. Es ist nicht so, dass man jetzt ganz plötzlich, weiß ich, keine Tomaten mehr essen mag oder so, und das ist dann immer für ewig so. Nein, der Körper weiß auch ganz genau, wann er was braucht. Auch darauf reagieren. Ja? Also das sind schon so diese grundsätzlichen Dinge, die ganz wichtig sind, damit es wirklich leichter wird beim Verarbeiten dieser neuen Energien. Ja, was auch noch für die Psyche wichtig ist, ist das Umfeld. Wenn wir uns in einem Umfeld befinden, was für uns anstrengend ist, was uns herausfordert, was uns Energien abverlangt, was uns nicht immer so sein lässt, wie wir sind, wenn wir nicht authentisch sein können, das ist nicht gut. Wir versuchen also, uns ein Umfeld zu schaffen, in dem wir uns wohlfühlen, in dem wir uns austauschen können, in dem wir sein können, wie wir sind. Und wenn das bedeutet, man muss manche Menschen vielleicht gehen lassen, dann ist das so. Ja? Es ist eine Zeit, in der wir auch immer mehr in die Selbstliebe gehen sollen. Und da ist es nicht schlimm, auch mal Stopp und Nein zu sagen. Sei, wer du bist. Ganz springender Punkt, weil das ist wichtig für deine Psyche. Ja? Denn die verarbeitet ja im Moment auch ganz viel. Und wenn die im Außen dann auch noch eine unglaubliche Arbeit bekommt, indem sie sich mit Dingen auseinandersetzen muss, die gar nicht mehr zu dir gehören, die dir gar nicht passen, die dir nicht gefallen, dann hast du gar keine Zeit, die Dinge zu verarbeiten, die noch tief in dir vergraben sind, die auch an die Oberfläche kommen wollen und die du dann loslassen kannst, damit du frei bist für all das, was in der Zukunft liegt. Denn du beginnst ja auch anzuziehen, was zu dir gehört. Also keine Angst, dass du vielleicht, wenn du gehen lassen musst, alleine bleibst. Das wirst du nicht. Ja? Denk immer daran, das ist ganz normal, dass unsere Energien immer auch unseresgleichen suchen. Ja? Und die ändern sich halt im Moment. Ja? Das einfach akzeptieren. Auch etwas, was dazu beiträgt, sich auch körperlich wohler zu fühlen. Ihr kennt das sicher, dass wenn man irgendwo hingeht, wo keine gute Stimmung ist, wo keine gute Energie herrscht, dass es einen dann selbst auch runterzieht. Das bedeutet, ein sehr wichtiger Punkt ist, dass wir zusehen, uns wirklich von unserer Eigenschwingung her nicht runterziehen zu lassen.
Also sorgen wir dafür, Dinge zu tun, in einem Umfeld zu sein, das unsere Energien hochschwingen lässt. Das uns wohlfühlen lässt. Ja? Einfach Situationen verlassen, wenn die nicht in Ordnung sind. Ja? Okay. Ja, und dann habe ich noch als einen wichtigen Punkt, ja, neben der Natur sowieso, ja, dass wir uns viel in der Natur aufhalten, dass wir uns die Natur zu Freund machen. Und Tiere gehören auch dazu. Tiere sind gut für unsere Seele. Ja? Das ist etwas, beschäftigt euch mit Wesen, die im totalen Jetzt leben. Die nicht wie wir Menschen in der Vergangenheit weilen, in der Zukunft weilen, aber seltenst in vollkommener Einheit im Jetzt. Tiere können das. Tiere machen sich nicht solche Gedanken, weder vor noch zurück. Die sind immer im Jetzt. Und von denen können wir lernen. Ja? Tauscht euch aus mit Tieren. Ja? Ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge gewesen, die allesamt helfen können, mit den Symptomen und mit diesen enormen Energien gut umzugehen. Und sie sogar so zu nutzen, dass wir uns schneller entwickeln können. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.